Hallöchen, liebe Nagelfreunde. Heute gibt es mal wieder ein Nageldesign passend zu meinem neuen Schmuck. Diese Kette und den Ring, den ich euch gleich zeige, die habe ich schon etwas länger. Das ist alles von der Firma Hey Happiness. Ich arbeite öfter mit denen zusammen und kann euch den Schmuck daher wärmstens empfehlen. Der Ring passt übrigens super zu meinem neuen Verlobungsring. Und da passend zu dem Schmuck mache ich dann öfter ein Nageldesign, was einfach sehr gut dazu passt. Und wer die Seite noch nicht kennt, den Shop noch nicht kennt, der kann einmal dort vorbeischauen. Ich verlinke euch natürlich alles wie immer unten in der Infobox und später gibt es auch noch einen Rabattcode für euch. Ich habe mir hier diese kleinen Kreolen fürs erste Ohrloch ausgesucht und diese blumenähnlichen für das zweite Ohrloch. Die passen halt wunderbar zu dem Schmuck, den ich schon seit, ich glaube, einem halben Jahr bei mir zu Hause habe. So habe ich ein richtig schönes Set, was komplett zusammenpasst. Der Schmuck ist aus Sterling Silver und wie gesagt, ich habe ihn schon etwas länger, zumindest die Kette und den Ring und auch andere Schmuckstücke und kann euch die Sachen wärmstens empfehlen. Es ist eine super Qualität und ich finde auch das Design immer sehr, sehr schön. Hier habe ich mir diesen Ohrkaff noch ausgesucht. Da braucht man gar kein Ohrloch für, sondern man steckt den einfach hier oben so rein. Und ich finde, das gibt nochmal einen richtig coolen Effekt. Und ich habe mehrere von diesen Dingern zu Hause von anderen Firmen. Und das ist mal einer, den man den ganzen Tag tragen kann, ohne dass es wehtut. Um dieses Nageldesign geht es jetzt. Wundert euch nicht, das sind aufgeklickte Klicke-Tipps, deswegen sieht es ein bisschen künstlich aus, dazu später aber mehr. Und das werde ich jetzt mit dir heute einmal durcharbeiten und wir starten direkt mit den Klicke-Tipps. Weil ich noch ein Produkt auf den Nägeln habe, was ich jetzt nicht abmachen kann, weil ich da wirklich einen Test für euch durchführe, werde ich die nachher einfach so aufkleben mit diesen Klebepads, die man dafür kaufen kann. Und jetzt habe ich mir hier meine 5 Größen rausgesucht und starte direkt mit einem Make-up-Ton. Weil ich die Farbe, die ich auf den Nägeln habe, so ein bisschen abdecken möchte, benutze ich hier einmal das Pink Camouflage Cover Streichgel und die Farbe Blush, denn die deckt noch mal ein bisschen mehr ab. Ich möchte nämlich nicht, wenn ich die später draufklebe, dass man die Farben, die ich auf den Nägeln habe, durchsieht. Das Cover Streichgel hier bei mir ist mal umgekippt und da ist ganz viel von dem Gel in den Rand reingelaufen, in diesen Tiegel und deswegen ist das so rausgebrochen, wundert euch nicht. Da muss man immer aufpassen, dass die Ränder komplett sauber sind. Bei mir lag es leider auf der Seite, deswegen ist da alles reingelaufen und nach einer Zeit härtet das einfach aus und sprengt sozusagen den Tiegel. Das ist aber kein Ding, das kann man einfach so wieder reinmachen. Als erstes trage ich hier einmal die Farbe Blush auf, komplett auf allen Nägeln. Das muss auch nicht dick sein, einfach nur dünn. Ich möchte gerne, dass es halt wirklich schön deckt. Muss man nicht machen, man kann auch direkt das Streichgel auftragen. Das deckt auch schon etwas ab, ist minimal durchscheinend, was theoretisch nicht schlimm ist, wenn man die Nägel sozusagen aufklebt auf den Naturnagel. Da ich, wie gesagt, die Farbe drunter habe, muss es ein bisschen deckender sein. Deswegen kommt hier einmal Blush unten drunter. Ich verlinke euch wie immer alles unten in der Infobox und auch zur Rabattaktion zum Schmuck, da komme ich aber gleich nochmal zu, ist unten alles verlinkt, also wenn du auch den Schmuck suchst, alle Links unten drin, auch zu den Produkten, die ich hier benutze. Nachdem die Farbe Blush ausgehärtet ist, nehme ich mir hier das Cover Streichgel und trage davon auch nochmal eine dünne Schicht auf. Hätte ich jetzt nicht machen müssen, ich finde aber immer die Farbe Blush sehr künstlich und durch das Cover Streichgel gibt das nochmal einen schöneren, ja natürlicheren Make-up-Ton. Am Daumen, Zeige und Mittelfinger möchte ich gerne einen French malen mit der Farbe Bright Dream. Ich liebe diese Farbe einfach, sie ist so hochdeckend und dementsprechend kann man damit sehr gut ein dünnes French malen on top. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe French on top schon ewig nicht mehr gemalt, dementsprechend habe ich mich hier ein bisschen schwer getan, aber im Nachhinein war ich dann doch ganz zufrieden mit meinem Ergebnis. Ich fange immer an, indem ich das Ganze hier einmal markiere, wie hoch mein French sein soll, so in der Mitte. Und von da aus gehe ich dann mit dem dünnen Fineliner-Pinsel rechts hoch und auch links hoch. Und ich schaue immer, dass ich auf beiden Seiten die gleiche Höhe habe. Deswegen markiere ich mir das hier mit so einem kleinen Punkt. Für den Smiley-Rand nehme ich auch nicht so viel Farbe auf dem Pinsel, damit das da nicht so verläuft. Und wenn ich dann ungefähr die Linie habe, dann fange ich an, das Ganze auszufüllen. Nun aber zu der tollen Rabattaktion von Hey Happiness, denn ihr bekommt wie immer einen Rabattcode, die haben aber zu Weihnachten noch mehr. Und zwar gibt es einmal regulär mit dem Rabatt Mimi Made It ab einem Einkaufswert von 29 € 10% Rabatt auf deine Bestellung. Des Weiteren gibt es noch für über 39 € ein von der Firma ausgewähltes Überraschungsschmuckstück.
Bei einem Bestellwert über 79 Euro erhaltet ihr 2 Überraschungsschmuckstücke. Wie gesagt, die Firma sucht die selber aus. Und bei jeder Bestellung über 129 Euro bekommt ihr ein Überraschungsschmuckstück und dieses wunderschöne Schmucketui dazu. Mein French härtet aus und auf dem Ring und kleinen Finger möchte ich dieses Special Design machen. Dafür nehme ich mir einmal diese silbernen Streifen und klebe sie auf. Wichtig ist es hier, dass du einen matten Untergrund hast. Das heißt, ich habe eben mein Make-up-Gel mit dem Perfect Matte, also einem Matt-Versiegler, versiegelt, dann nochmal abgecleanert. Und jetzt mühe ich mich hier ein bisschen mit diesen Streifen ab. Ich muss aber sagen, mit so einem Mustertipp auf diesem Ständer ist das wirklich sehr, sehr schwierig. An den eigenen Nägeln finde ich das immer ein bisschen einfacher. Und den klebe ich mir jetzt so lange da hin und her, bis er mir gefällt. Und parallel dazu auch nochmal einen anderen. Das Tolle bei den Stripes ist, man kann die wirklich so ein bisschen hin und her kleben. Und selbst wenn sie kleben, kann man sie nochmal abziehen und wieder an eine andere Stelle kleben. Das ist wirklich sehr, sehr schön. So, nachdem die kleben und ich die auch gut fest angedrückt habe, benutze ich hier einfach ein Gel, was eine Schwitzschicht hat. Bei mir war es jetzt der Hardtop von Neonail, der ist schon so lange in meinem Schrank, der muss langsam mal weg, bevor er schlecht wird und deswegen benutze ich ihn dafür. Ihr könnt aber jedes andere Gel nehmen, was einfach eine Schwitzschicht hat. Das ist wichtig, denn ich möchte gleich hier silberne Folie natürlich einlegen. Und die silberne Folie ist ganz neu in Linies Nail Shop. Und ich habe mich so gefreut, als sie gekommen ist, denn ich finde, damit kann man so schöne Designs machen und es geht wirklich super easy. Rechts habe ich hier schon ausprobiert, ob das Ganze auch so klappt, wie ich möchte. Und jetzt nimmst du dir einfach was von der Folie raus. Wenn die so ein bisschen größer ist wie hier, nimmst du dir einfach 2 Werkzeuge und ziehst die so auseinander. Die ist wirklich sehr, sehr dünn. Dementsprechend geht das ganz easy. Und dann pflücke ich mir das lieber immer so ein bisschen auseinander, weil ich lege lieber mehrere kleine Stückchen übereinander. Das gibt einen cooleren Effekt, als wenn du ein so ein großes Stückchen reinlegst. Ich orientiere mich jetzt hier an der Linie. Ich lege auch nichts von der Folie über die Linie. Das sieht nachher nicht so schön aus. Und ihr könnt sehen, das Ganze ist richtig schön flach, weil es so eine dünne Folie ist. Und dann lege ich mir das Ganze so hin, wie ich es haben möchte. Ich habe am Rand ein bisschen mehr gemacht. Nach unten hin etwas weniger und kleinere Stückchen und zum Rand hin auch. Also es soll nicht komplett ausgefüllt sein, sondern so ein bisschen von der Linie aus verlaufend zu den Seiten. Wichtig ist es hier, die Folie, die ist zwar hauchdünn, aber ihr müsst die trotzdem ordentlich in diese Gelschicht reindrücken. Schaut einfach später nochmal, ob irgendetwas absteht und dann könnt ihr das mit dem Pinsel einfach nochmal ein bisschen glatt drücken und dann passt das auch. Deswegen kann man diese Folien wunderbar über dem Aufbau arbeiten. So sieht das Ganze einmal aus und das wird jetzt ausgehärtet. Jetzt möchte ich gerne Strasssteine kleben und weil ich die immer on top klebe, wird jetzt hier einmal komplett versiegelt. Da ist es dann auch wichtig, einen Versiegler zu nehmen, den man ein kleines bisschen satter auftragen kann, damit man später einfach eine schön glatte Oberfläche hat. Ich habe mich an dem Muster der Ohrringe so ein bisschen orientiert und will dieses Muster von den Steinchen genauso auf meine Nägel bringen. Dafür habe ich mir einmal ganz normale silberne Steinchen rausgesucht in verschiedenen Größen und die werde ich jetzt auf den Nägeln anbringen. Dafür nehme ich mein liebstes Gel und zwar das Rubber Base Gel. Wenn ihr darin die Steinchen ordentlich einlegt, dann halten die wirklich super, super gut. Also ich nehme hier einen Tropfen erstmal in die Mitte und setze mir dort das größte Steinchen rein, denn in der Mitte soll es einfach ein bisschen größer sein als die anderen. Und ihr könnt dazwischendurch auch immer wieder anhärten, wenn ihr wollt, aber ich werde jetzt hier noch ein paar weitere kleben. Ich schaue immer, wie viele ich sozusagen drauf setze und dann härte ich zwischenzeitlich aus. Das ist immer so ein bisschen Gefühlssache. Jetzt nehme ich hier zwei Nummern sogar kleiner und setze die mir so ein bisschen versetzt dahin, genau wie das halt auf den Ohrringen ist. Jetzt hatte ich einmal kurz ein bisschen aushärten lassen, damit mir auch nichts verrutscht. Und jetzt nehme ich noch eine Nummer kleiner und setze mir die überall dorthin, wo ich mir so einen Tropfen von der Rubber Base hingesetzt habe. Hier
Hier ist es auch wieder wichtig, dass die Steine den Stripe nicht berühren, also diese Linie nicht berühren, dann sieht das am schönsten aus. Einmal aushärten lassen und jetzt habe ich mir hier diese Mikroperlen auch in Rubber Base so ein bisschen eingelegt, damit die einfach später den Glanz nicht verlieren und auch besser halten. Und dann nehme ich mir dann immer eins und setze das so ein bisschen zwischen die Lücken, zwischen die Steinchen. Das sieht einfach nochmal schön aus. Und wie ihr an den Ohrringen gesehen habt, waren da auch so kleine, ja, kleine Punkte. Und dann habe ich das quasi hier so ein bisschen übernommen, damit das genauso aussieht wie bei dem Ohrring. Das war es dann auch schon mit dem Design. Ich habe das Ganze dann aushärten lassen, abgecleanert und hier habe ich die jetzt einmal über mein Design, was ich auf den Nägeln habe, drüber geklebt. Ich weiß, es sieht ein kleines bisschen künstlich aus, aber wenn ihr das Ganze als ganz normale Modellage macht, finde ich es wunderschön. Ich finde, es sieht so schon richtig toll aus und es passt sehr, sehr gut zu dem Schmuck von Hey Happiness. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ja, schaut doch einmal bei der Firma vorbei. Wie gesagt, diese Rabattaktion ist echt mega und ich kann den Schmuck wirklich von Herzen nur empfehlen. Ich komme damit super klar. Ich finde ihn toll. Er hat eine tolle Qualität und es sind so wunderschöne Schmuckstücke dabei. Ja, wir sehen uns nächste Woche und es hat mich gefreut, dass du eingeschaltet hast.